Ja, also ich glaube, das Spiel hat ja alles mit sich gebracht, was so ein Fußballspiel braucht. Die Mannschaft hat eine tolle Moral gezeigt. Jeder springt in jede Aktion rein, in jeden Ball rein, jeder kämpft füreinander. Man pusht sich gegenseitig hoch, der eine hat Krämpfe, der andere liegt am Boden, das Spiel wird dauernd unterbrochen. Man will einfach nur, dass die paar Minuten dann rum sind und dann mit dem Schlusspfiff die Erlösung. Also du gehst als erstes in Rückstand,
zeigst eine gewisse Mentalität, aufgrund auch der Fans, die uns immer nach vorne gepusht haben. Und ich glaube, dann hat man auch gesehen, dass wir unbedingt wollten, dass wir den Fans was zurückgeben wollten. Und das hat zum Glück funktioniert. Und du hattest halt in den letzten 15 Minuten, muss man schon sagen, hat KSC es extrem gut gemacht. Wir hatten eine extrem harte Drangphase, sag ich mal, auf unser Tor. Aber das ist auch eine gewisse Qualität, das zu verteidigen und dann letztendlich die 3 Punkte hier zu behalten. Das Stadion war dann auch da und ja, schon Gänsehaut und wie wir das dann auch wegverteidigt haben, das hat trotz der Intensität riesen Spaß gemacht. So ein rotziger Sieg, aber der gehört auch dazu und da muss ich halt, wie gerade schon gesagt, einen Appell an unsere Fans machen, die uns auch in der Situation extrem unterstützt haben, uns immer aufgepusht haben, jedes Foul, jeden Einwurf applaudiert haben und das merkst du als Spieler auf dem Platz, da kriegst du noch eine extra Motivation und der halbe Sieg gehört auf jeden Fall heute auch den Fans. Wenn man kämpft wie die Löwen, jeder für den anderen, dann springen auch solche Siege dann raus. Ich hoffe, dass zahlreiche Fans halt in Kiel wieder erscheinen, um uns da zu unterstützen. Es wird auch ein schwieriges Spiel und da brauchen wir euch. Ich spreche mal in die Kamera, da brauchen wir euch. Und ja, auf!